Zurzeit prügelt sich Godzilla auf den Kinoleinwänden mit anderen Giganten um den Titel König der Monster. Doch wie wir wissen, ist das quasi nur das Vorspiel. Denn das Monsterverse steuert auf ein anderes Duell der Riesenviecher zu. Godzilla wird sich nämlich dem in Skull Island eingeführten Kong stellen. I told you. Das bedeutet Muto vs. Muto, Titan vs. Titan, Affe vs. Echse. My God, Zilla. Doch wer wird diesen Kampf gewinnen? Wir möchten heute unseren Tipp abgeben und analysieren die beiden Kämpfer, was Stärke, Fähigkeiten und Kampfstil angeht. Let them fight. Da wir hier detailliert über die beiden Schlüsselfiguren des Monsterverse sprechen, möchte ich hiermit eine ausdrückliche Spoilerwarnung aussprechen. Schaut dieses Video bitte auf eigene Gefahr. Is this fun for you? Wir veröffentlichen regelmäßig coolen Content, daher vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Runde 1: Stärke und Fähigkeiten. Godzilla ist ein Titan, wie er im Buche steht. Alles, das sich ihm in den Weg stellt, wird platt gemacht. Vor allem sein stacheliger Schwanz und sein monströser Kiefer sind unfassbar tödliche Waffen, die er immer wieder gerne im Kampf gegen andere Titanen oder Mutos einsetzt. Doch die größte Stärke von Godzilla ist wahrscheinlich seine geradezu unverwundbare Haut. Ob Schusswaffen, Hubschrauber oder Panzer, nichts penetriert die schuppige Haut der gigantischen Echse. Ganz im Gegenteil, selbst eine Atombombe fungiert bei Godzilla eher als Aufladegerät und hilft dem Giganten, sich immer wieder zu regenerieren. Godzilla verfügt auch über etliche andere übernatürliche Fähigkeiten. So ist der kürzlich gekrönte König der Monster dazu in der Lage, atomare Energie auf seine Feinde zu speien und diese zu absorbieren. Kong ist auch eine echte Naturgewalt, der selbst die größten Bäume wie Flummis durch die Luft schmeißen kann. Er setzt im Kampf auf seine Geschwindigkeit und Agilität. Eigenschaften, mit denen er schon so manchen Hubschraubern und Monstern den Garaus gemacht hat. Doch leider ist Kong um einiges verwundbarer als Godzilla. Genügend Munition und Kugeln können den gigantischen Affen zu Fall bringen. Auch an übernatürlichen Kräften mangelt es dem Affen. In dem alten King Kong vs. Godzilla Film gelingt es ihm jedoch, Blitze hervorzurufen. Doch wir bezweifeln, dass ihm diese Fähigkeit in der Neuauflage verliehen wird. Zwar gab Samuel L. Jackson in einem Interview zu, dass der Kong, den wir in Skull Island sahen, noch nicht ausgewachsen war und im kommenden Film dieselbe Größe wie Godzilla erreichen dürfte, doch auch das ändert nichts an der Tatsache, dass die Echse um einiges widerstandsfähiger ist als unser geliebter Affe. Punkt für Godzilla. Runde 2: Kampfstil. Godzilla ist ein wahres Wunderwesen. Neben seinen regenerativen Fähigkeiten und seinem atomaren Atem ist er auch ein wortwörtlicher Gigant. Im Kampf setzt er jedoch aufgrund seiner kurzen Arme und seiner Masse eher auf Angriffe aus der Distanz. Atomschüsse und Schwanzschläge sind seine bevorzugten Attacken. Doch wirklich schnell ist er nicht und sein volles Potenzial als Kämpfer erreicht er nur unter Wasser. Dort ist er nämlich zu Hause. Ebenfalls mangelt es der Echse an Intelligenz. Godzilla ist primär von Instinkten getrieben. Kong hingegen ist ein begnadeter Kletterer, extrem schnell und durch seine fortgeschrittene Intelligenz dazu in der Lage, diverse Gegenstände als Waffen umzufunktionieren. Kong is a thinking animal. His brain is considerably larger. Er setzt sowohl auf seine urgewaltige Stärke als auch auf schnelle und gezielte Angriffe. Er kann seinen Gegnern daher sowohl auf Distanz als auch im Nahkampf gefährlich werden. Punkt für Kong. Runde 3: Unterstützung. Godzilla wird mittlerweile von diversen Monarch-Agenten unterstützt, die in ihm eine Art natürliches Gleichgewicht sehen, das notwendig ist, um andere Bedrohungen einzudämmen. This time we join the fight. Doch nicht nur von Menschen wird Godzilla verehrt und unterstützt. Gegen Ende des aktuellen Films verbeugen sich diverse Monster vor unserem Grünling. Long live the King. Unter anderem bereits ein Muto, dessen Spezies wir bereits im ersten Film kennenlernen durften, und Rodan, ein Flugsaurier, der ganze Städte niederbrennen kann. Ebenfalls können wir sicher sein, dass eine neugeborene Mothra Godzilla erneut unterstützen wird. Die Endcredits deuten nämlich auf ein weiteres Ei der Riesenmotte hin. Und da dieses mächtige Insekt quasi die Königin der Monster ist, wird sich ihr Junges mit Sicherheit auch auf Godzillas Seite stellen. Kong hat auch loyale Verbündete. Ein Stamm Eingeborener von Skull Island verehrt ihn als Gott. Aber auch die monströsen Bewohner der Insel stehen hinter ihm.
Ob gigantische Büffel oder Rieseninsekten, sie erkennen Kong als König an. Doch im Gegensatz zu Godzillas Monsterkumpels sind Kongs Freunde eher Schützlinge des Affen und müssen daher stets von ihm verteidigt werden. In einem Kampf gegen Godzillas Entourage würden sie mit Sicherheit verlieren. Punkt für Godzilla. Und damit haben wir es. 2:1 für unsere Riesenechse. Trotz besserer Kampffähigkeiten scheint der Affe im Kampf der Giganten den Kürzeren zu ziehen und dem König der Monster nicht gewachsen zu sein. Doch das ist nur unsere Einschätzung. Jetzt seid ihr gefragt, wer würde eurer Meinung nach gewinnen und warum? Schreibt es uns in die Kommentare und für mehr coolen Content schaut euch diese Videos an.